Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal bei einem kleinen Special, einem kleinen Tutorial. Ich möchte euch heute mal ein kleines Thema näher bringen, und zwar den Kampfpiloten, weil viele fragen ja, wie fliegt man richtig ein Flugzeug, und ich muss auch zugeben, es ist eines der schwierigsten Fahrzeuge in diesem Spiel überhaupt. Auto kann jeder fahren, das ist klar, aber Flugzeugfliegen ist schon eine kleine Herausforderung, und da wollte ich euch natürlich erstmal näher bringen, wie man hier ein Flugzeug richtig fliegt. Das unterteile ich in mehrere Abteilungen. Zum einen halt das Bomben, das zeige ich euch am Schluss. Dann zeige ich euch noch, wie man richtig fliegt, also das Fliegen an sich. Und ich werde euch auch noch Informationen geben, was man davor, vorm Flug, alles erledigt haben sollte. Welche Sachen man kaufen sollte. Und natürlich, wie man an so einen Piloten rankommt. Das sind halt so drei Sachen. Und unter Bomben fliegen, also Bomben und Fliegen, da zeige ich euch dann auch noch die MGs und die Main Gun. Also die wichtigen Sachen, die ihr braucht. Gut, damit ich nicht viel mehr Zeit verschwende, fangen wir direkt an und ich zeige euch ein bisschen was über die Vorbereitung. Vorbereitung. Die Vorbereitung geht folgendermaßen. Ihr braucht, um einen Kampfpiloten zu erlangen, entweder einen Infanteristen, das zeige ich euch mal kurz, der hier das Level weit genug hat. Machen wir hier meinen Hauptsoldaten, nein, das ist der Amerikaner, hier. Das ist ein normaler Infanterist, der die Karriereleiter hinaufgestiegen ist und der könnte theoretisch, bei mir ist der Herr Gerhard Barsch, der könnte Fallschirmjäger, Panzerbesatzung, Kampfpilot oder Aufklärer werden. Wenn wir jetzt Kampfpilot klicken würden, dann stände hier, ja, 18.000 müssten wir ausgeben für einen Kampfpiloten, wenn wir den machen wollen würden. Oder halt die 299 Gold, 300 Gold. Die könnte man sich mit Echtgeld kaufen oder man kriegt halt jeden Tag 4 Gold, je nachdem. Machen wir jetzt nicht, kann man aber machen, also habe ich ja damals auch gemacht. Man braucht halt nur den Soldaten, der auf Rang 4 ist. Wenn man das halt nicht machen möchte und man möchte den ganzen Klumpatsch überspringen, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Man geht hier unten auf Charakter, auf Charaktere, ihre Charaktere kommt dann. Und dann geht man auf leerer Platz. Dann kann man auswählen, welche Fraktion man nehmen möchte. Wir nehmen jetzt mal hier wie immer Deutschland. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann hier den normalen Kampfpiloten, der Standard-Kampfpilot vom Anfang, man kann aber auch die anderen Kampfpiloten nehmen. Mit einer besseren Ausbildung. Die sind dann schon Leutnant oder Major. Das gilt übrigens auch für alle anderen Charaktere, die man hier kaufen kann. Nur, es gibt einen Nachteil, die muss man mit Echtgeld kaufen. Infanterist natürlich, klar, ne? Mit normalem Geld kann man die auch kaufen. Aber es ist natürlich möglich. 1200, das wären, müsst ihr mal nachgucken, wie viel sind denn 1200? Das sind, ja, das sind 6 Euro. 6 Euro für einen Kampfpiloten. Kann man machen, muss man nicht unbedingt, aber es wäre möglich. Gut, dann hätten wir schon mal geklärt, wie man an so einen Kampfpiloten rankommt. Wenn man den dann in der Garage stehen hat, dann hat man zum einen hier Waffen, noch gar nichts. Außer natürlich eine MP, die man vielleicht schon vorher freigeschaltet hat. Da ist auch wichtig zu wissen, der Kampfpilot kann nur einige Sachen mitnehmen. Das kann ich euch vielleicht auch nochmal zeigen. So, der Kampfpilot hat nämlich die MP34. Hat er, genau, der kriegt er freigeschaltet. Solltet ihr die noch nicht freigeschaltet haben, was wahrscheinlich recht unwahrscheinlich ist. Die Pistole kriegt man danach freigeschaltet in dem Level darauf, sobald man nämlich hier Stabsgefreiter ist, genau. Und die Pistole ist sehr effektiv, das zeige ich euch aber dann auch nochmal, gebe ich euch auch noch ein paar Tipps, wie man die richtig aufrüstet. Ansonsten kann man sich natürlich wie immer bei Waffen eine neue Waffe kaufen. Da gibt es, wie gesagt, steht hier auch, diese Waffe ist nicht für einen Kampfpiloten geeignet. Das wäre hier das G43. Das brauchen wir natürlich nicht, das passt ja auch gar nicht in Flugzeug rein. Also man könnte hier die normale Pistole, die Maschinenpistole, natürlich die ganzen Nahkampfwaffen, was kann man denn noch? Man kann natürlich auch die MP kann man noch holen. Eigentlich gehen fast alle Waffen aus dem G43 und dem amerikanischen M1 Grand. Sprengstoffe gehen auch alle. Gut. Dann, wenn wir das geregelt hätten, gehen wir nochmal schnell auf die Pistole, wollte ich euch nochmal recht schnell zeigen. Pistolen kann man, die sind sehr effektive Waffen. Wenn man sie natürlich, da haben wir es also, sehr effektive Waffen und die kann man entsprechend modifizieren. Ich habe jetzt zum Beispiel die Nitrocellulose-Ladung, die hat einen Vorteil, sie erhöht
minimal die Feuerrate, sieht man ja auch vielleicht. Ja, kann man, zeige ich euch nochmal. Das sind die Weichspitzgeschosse oder so weiter. Die machen halt Auswirkungen auf Schaden oder Stabilität. Aber für eine Pistole ist wichtig, dass die Feuerrate recht hoch ist. Bei mir, also da habe ich zumindest meinen Wert drauf gelegt. Und da war natürlich nur die nitrocellulose Ladung, weil die haben minimal auf die Stabilität, das bedeutet der Rückstoß von der Waffe, haben aber dafür die Feuerrate enorm hochgerissen. Und die sind minimal teurer als die normalen Standard-Munitionsteile. Die habe ich natürlich auch genommen. Dann habe ich hier natürlich nach diversen Sachen gesucht und mich hat eigentlich kein richtiger Abzug angesprochen, außer der empfindliche Abzug oder der, wo war er, der feldangepasste Stecher. Die sind beide relativ ähnlich. Die machen auch ein bisschen von der Stabilität weg, dafür die Feuerrate in die Höhe. Und natürlich kann man noch, wo haben wir es, das habe ich bei meinem anderen Soldaten, kann man das Internal nehmen und da kann man hier, das würde ich nicht machen zum Beispiel, die starke Feder würde ich nicht machen, die macht nämlich noch mehr vom Schaden weg. Ich würde eher den schweren Schlagbolzen oder den starken Schlagbolzen, aber da die beiden unterschiedlich teuer sind, der starke Schlagbolzen um einiges teurer, würde ich euch empfehlen, den schweren Schlagbolzen zu nehmen, weil der recht effektiv ist, zu kleineren Preisen. Dann müsst ihr natürlich den ganzen Quatsch noch ausrüsten. Und zwar geht ihr hier dann auf diesen... Mach ich mal hier so. Dann habt ihr euch das gekauft, dann ist es in eurem... Unter Aufwertung ist es dann abgespeichert. Müsst ihr gucken, weil es wird unter Aufwertung abgespeichert. Nicht unter irgendwie Munition oder so weiter. Es kann passieren, dass man sich dann vielleicht noch das gleiche 5-mal kauft. Das wäre schlecht. Also geht ihr auf empfindlichen Abzug und dann hier auf Aufwertung aufrüsten. So, dann ist die drauf und dann könnt ihr damit spielen. Des Weiteren nehmt eine Nachkampfwaffe, falls eure Pistole, die hat nur 30 Schuss, mal leer sein sollte. Ich habe hier mir das Seitengewehr geholt. Macht einen One-Hit. Und natürlich noch eine Granate, da habe ich die bessere genommen, die mit Splittering, die macht mehr Schaden. Brauche ich aber relativ selten, aber man kann sie ja mitnehmen. Dann hätten wir den Kampfpiloten auch abgearbeitet. Dann müsste man aber auch noch wichtige Sachen wie die Kampfabzeichen beachten. Kampfabzeichen sind wichtig, weil sie gewisse Vorteile im Spiel bringen. Und da muss man natürlich darauf achten, was man beim Kampfpiloten dann nimmt. Beim Kampfpiloten gehen nur einige Sachen, da gehen nicht alle. Also theoretisch gingen schon alle, aber es bringt euch einfach nur wenige Sachen. Schwergeschütz zum Beispiel könnte euch was bringen, wenn ihr am Boden seid, aber ein Kampfpilot ist für gewöhnlich in der Luft. Autodieb bringt noch viel weniger, weil ihr sehr, 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 sehr selten irgendwie Autos knacken werdet. Was vielleicht auf Dauer hilfreich sein könnte, aber ist auch nur hilfreich am Boden, wäre hier Zielen und Ich, Fragezeichen. Da hätte man halt die höhere Genauigkeit für die Handfeuerwaffen aus der Hüfte. Könnte man machen, muss man aber nicht. Wir gehen lieber mal zur Fliegerei. Da hat man mehrere Sachen. Flakweste, dann Schnellstarter, Flugzeugdieb und Bomben los. Die Sache ist die, Flugzeugdieb ist, naja, man kann feindliche Flugzeuge schneller stehen. Bringt aber relativ wenig, weil ihr so oft kein feindliches Flugzeug am Boden habt. Die werden oft abgeschossen vorher. Kennt ja der eine oder andere. Schnellstarter bringt nur auf den Maps, wo man auch am Boden startet. Und das ist wirklich nur der Flugplatz, wo man vom Boden aus startet. Und ansonsten bringt das relativ wenig. Da kann man zwar schneller dann abheben, aber ich meine, so oft werdet ihr auch nicht in Bedrängnis kommen. Und die Sekunde könnt ihr warten. Flakweste könnte schon eher was helfen, das bringt aber nur gegen Schüsse vom Boden, also sprich vom Flak bringt das was. Wenn man jetzt irgendwie vom Flugzeug angegriffen wird, von der Lightning, dann bringt diese Flakweste, dieses Abzeichen gar nichts. Da kriegt man den vollen Schaden. Also nehmt Bomben los, da kriegt man nämlich, wenn ihr Bomber seid, kriegt ihr dann eine Bombe bei Bronze, zwei Bomben bei Silbern und drei sogar bei Gold. Ich bin mittlerweile bei Silber und stehe kurz vor Gold, genau, da haben wir. Da kann man natürlich dann, also man kann die nicht auf einmal dann abwerfen, man hat nicht drei auf einmal, sondern man hat eine, dann wartet man eine Sekunde, zwei Sekunden, dann lädt die nach und dann hat man direkt die zweite und dann nochmal und dann die dritte. Also sonst müsste man halt die 100% abwarten, bis die Waffen sich wieder aufgeladen haben. Das ist umständlich und dauert Zeit. Also würde ich euch das empfehlen. So kann man natürlich Angriff fliegen, umdrehen und sofort den nächsten Angriff fliegen. Praktisch.
Ansonsten könnte man noch hier für einen Fallschirm was ausrüsten. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt machen, weil gerade beim Piloten, der springt oft in Bodennähe ab. Und in Bodennähe ist es so eine Sache, da hat man oft nicht genug Zeit, um den Fallschirm hier selber auszulösen. Da klatscht man dann eher auf den Boden, da vergisst man dann. Sprich, der Pilot steigt aus und hat direkt den Fallschirm gezückt. Ich würde das beibehalten hier und Bomben losnehmen. Sprungausbildung könnte man auch nehmen, aber muss nicht unbedingt sein. Ich würde da lieber den Bomber nehmen, der ist effektiver. Dann noch schnell zu Fahrzeuge, bevor wir in den Kampf gehen. Da würde ich automatisch Reparatur machen. Dafür geht er hier auf dieses Kampfflugzeugplatz, da diesen Doppel hier. Klickt drauf und dann macht ihr automatisch Reparatur. Macht ihr hier dieses Credit-Zeichen. Es sei denn, ihr habt eine Menge Gold und wollt mit Gold machen, dann klickt ihr da drauf. Ansonsten anklicken, schließen und dann hier bei Munition natürlich auch automatisch. Gerade geht das bei mir so. Dann macht ihr, das muss ich euch dringend noch zeigen, Fahrzeug modifizieren. Und da gibt es verschiedene Munitionstypen für das Flugzeug. Es gibt einmal hier die Minengeschosse, die Panzerbrandpatronen, Entschuldigung, und die Panzersprenggranaten. Panzersprenggranaten sind die, wie soll ich sagen, die haben einen kleinen Sprengsatz vorne drin, kommen durch die leichten Panzerungen durch und verursachen so mittelmäßigen Schaden. Also die kommen durch Panzerungen durch und machen Schaden. Gut Schaden. Die kleinen Freunde hier, die gelben Freunde, die machen höllischen Schaden auf dem Boden, also bei Infanteristen und bei den Piloten selber, also bei den Personen an sich. Aber machen keinen Schaden an Fahrzeugen, Flugzeugen generell. Die kommen nicht durch die Panzerung durch, die prallen einfach klatschen drauf und explodieren. Dafür explodieren die recht gut. Also man kann die nehmen, um Flugzeuge vom Himmel zu holen, aber da holt man nur den Piloten mit weg. Man zerstört keine Flugzeuge. Das sei gesagt. Und man kann natürlich auch gut die Infanteristen am Boden zerstören. Also Kampfanflug und dann schön in den Spawn rein oder sonst wohin. Man macht recht gut Schaden an den Infanteristen. Die kleinen Kameraden hier machen unglaublich viel Schaden an den Panzern. Die kommen bis zu einer 15mm starken Panzerung durch. Und das ist, ja, das sind auf jeden Fall Buggys, das sind auch die kleinen Panzerspähwagen. Und wenn ihr Glück habt, kommt ihr dann auch durch die Panzer durch. Durch die anfänglichen Panzer auf jeden Fall. Durch die schweren Panzer am Ende, das wird dann schon schwieriger, aber man kann ja mal probieren. Gut, dafür machen die natürlich relativ wenig, wie soll ich sagen, wenig Infanterie-Schaden. Und die sind schweineteuer natürlich. Ich habe sie mir trotzdem mal gekauft, aber ich benutze nur die panzerbrechenden Granaten, die unteren, die Panzersprenggranaten. Mehr gibt es zum Flugzeug an sich nicht und dann kommen wir auch gleich zum Fliegen. Und damit herzlich willkommen hier in schwindelerregender Höhe. Ich bringe euch jetzt mal bei, wie man richtig Flugzeug fliegt. Und ich muss eins sagen, Flugzeugfliegen ist nicht unbedingt einfach und bedarf etwas Übung. Deswegen fangen wir direkt an und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen weiterhelfen, weil Flugzeugfliegen ist nicht einfach. Fangen wir an mit der Maus. Die Maus ist das Wichtigste überhaupt hier beim Flugzeugfliegen, denn sie bietet uns eigentlich die Basics vom Fliegen. Man sieht hier, wenn man die Maus benutzt, kann man recht gut fliegen. Es ist eigentlich, ja, es ist die Grundsteuerung vom Fliegen. Und zwar steuert man erstmal mit der Maus die normalen Tragflächenruder und hinten die Höhenruder. Dann gibt es natürlich auch noch die A- und die D-Taste, die erkläre ich aber gleich. Zusätzlich bei der Maus kann man noch natürlich nach links, dann geht das Flugzeug nach links und nach rechts, dann geht das Flugzeug nach rechts. Ergibt ja auch Sinn. Wenn man die Maus nun nach vorne macht, geht das Flugzeug nach oben und natürlich umgedreht. Wenn man die Maus nach unten macht, dann geht das Flugzeug nach unten. Ich fliege jetzt erstmal gerade wieder auf eine ebene Strecke. So. Also wenn man, wie gesagt, das Flugzeug dann nach unten kriegen möchte, dann zieht man die Maus nach unten. Das wären die Basics quasi vom Fliegen. Wenn ihr die drauf habt und hoch und runter unterscheiden könnt, weil das sind die banalsten Fehler, da gehen die meisten Flugzeuge, gerade im Tiefflug auch, kaputt, weil man da sich vertauscht und oft verwechselt. Und dann passiert es oft, dass Flugzeuge dann in Baumwipfel rasen oder in Häuser crashen oder generell einfach auf dem Boden aufprallen. Dann sind natürlich noch die A- und die D-Taste.
sowie die W- und die S-Taste, also quasi dieser ganze WASD-Block, der ist recht wichtig zum Fliegen. Ihr braucht zum einen die A- und die D-Taste für das Seitenruder hinten. Das Seitenruder ist recht wichtig für diverse Manöver und wenn man schnelle Kurven fliegen möchte. Also wenn ihr vorhabt, zum Beispiel, sagen wir mal, ihr wollt nach da hinten irgendwo, ihr wollt eine 90-Grad-Kurve machen, dann ist es sinnvoll, einmal die Maus nach oben links zu drücken und dann noch gleichzeitig die A-Taste zu drücken. Weil dann macht ihr eine recht schnelle und sehr effektive Linkskurve. Das gilt auch für die Rechtskurve. So kann man sehr schnell die Richtung ändern und das bringt einem sehr viel in spektakulären Dogfights mit anderen Fliegern. Also das müsst ihr dann immer ein bisschen beachten und dann sollte da Fliegen kein Problem sein. Generell zum Fliegen auch, ihr steuert mit der W- und der S-Taste den Motor, die Motorleistung. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel hier oben seid, dann könnt ihr theoretisch auch den Motor ausstellen. Man hört, es ist schön leise und recht entspannt. Der Motor ist dann aber komplett aus und im Leerlauf. Eine Stufe höher, da hat er ein bisschen Leistung, die könnte man theoretisch nehmen, um hier rumzugleiten. Da muss man aber auch schon gegensteuern und schon hochziehen, damit er nicht abstürzt. Dann gibt es noch eine stärkere Stufe, die ist ganz entspannt zum Rumfliegen, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie im Kampf ist. Einfach mal so durch die Gegend fliegen. Recht praktisch. Und natürlich die Kampfstufe, das ist die letzte Stufe. Die ist die stärkste Stufe von allen. Die sollte man dann nehmen, wenn man wirklich im Kampf mit anderen Fliegern ist oder wenn man schnelle und hektische Manöver macht. Dafür ist die, ja, wie soll ich sagen, unbedingt nötig. Man braucht sie definitiv. Man kann eigentlich gar nicht ohne. Wenn man die ganzen Basics mit dem Fliegen erlernt hat und weiß, wie man richtig steuert, wie man richtig ausweicht, dann sollte generell alles kein Problem sein. Und wir gucken mal, ob wir jetzt diesen Lightnings entkommen. Oder ob, na, ich glaube, die verfolgen uns noch nicht mal. Doch, die verfolgen uns. Gut. Generell, man hat es eben gerade gesehen, die Shift-Taste, mit der man sich umsieht. Das ist sehr praktisch für Taktikangriffe. Ihr drückt einfach die Shift-Taste und dann könnt ihr hier, der Flugzeug behält dann seinen Kurs weiter. Und dann könnt ihr hier euch umhergucken und so irgendwelche Kollisionen oder irgendwelche Angriffe von hinten vermeiden. Benutzt das definitiv im Kampf. Oder wenn ihr beim Bomben, das werde ich dann aber auch nochmal dann erklären, wenn ihr beim Bomben irgendwie ein Ziel sucht. Unbedingt merken. Gut, und jetzt gucken wir mal, ob wir den Lightnings entkommen. Bei Flugzeug entkommen ist es sehr wichtig, dass ihr schnelle Manöver auch teilweise im Tiefflug fliegt. Und ihr müsst dann eigentlich nur noch hoffen, dass der gegnerische Pilot zu inkompetent ist, mitzuhalten. Das hier war zum Beispiel sehr riskant, da hätte ich selber drauf gehen können. Aber die Lightning konnte uns so nicht mehr abschießen. Gucken wir mal. Ja, die ist immer noch hinter uns. Man sieht's. Aber prinzipiell ist das kein Problem. Noch ein paar Basics für diejenigen, die es wissen wollen. Landen ist auch recht einfach. Man muss dann einfach nur langsamer werden. Und dann fährt sich das Fahrwerk von alleine aus. So, das war ein bisschen unschön, aber wir wollen ja der Lightning entkommen. Aussteigen wie gewohnt mit E und dann wären wir hier auch am Boden angekommen. Für gewöhnlich landet man natürlich nicht und man landet auch nur, wenn man wirklich freie Bahn hat. Aber es ist möglich und dafür braucht ihr nicht besonders viel Wissen. Ihr müsst einfach nur langsam fliegen, den Boden näher kommen und dann geht das automatisch auf. Und er fährt sich auch wieder automatisch ein, man hat es gerade gesehen. Generell muss man sagen, Übung macht den Meister und je mehr ihr übt, desto besser werdet ihr auch mit der Zeit. Da braucht ihr gar keine Angst haben und verzweifelt nicht gleich beim ersten Mal, klar. Es ist schwierig am Anfang, aber irgendwann lernt man es dann doch. So, und jetzt hoffen wir mal, das Viech schießt uns mal ab. Dann kann ich euch noch eine Sache zeigen. Guck, und jetzt können wir nämlich auch abspringen. Mit E ist das Ganze zu machen. Da kann man natürlich auch Abzeichen machen. Das hatte ich auch schon mit dem freien Fall erwähnt. Kann man hier anwenden, dann könnte ich dann auswählen, wann ich meinen Fallschirm öffne und wann nicht. Aber prinzipiell ist es unnötig, weil man auch gerade in Kämpfen oft ganz nah über dem Boden abspringen muss und dann wäre das dein sicherer Tod.
Und ein Fallschirmsprung ergibt 26 EP, aber nur aus einem brennenden Flugzeug. Also man braucht dann wirklich das brennende Flugzeug, um dann die 26 EP zu bekommen. Ansonsten, wir sehen uns gleich wieder beim Bombenwerfen und MG benutzen. So, wir sind in der Luft. Endlich mal wieder. Neues Match, neues Glück. Und ich zeige euch jetzt, wie man richtig bombt, sowie die MGs einsetzt. Wir haben, bevor das Gefecht hier richtig losgeht, erkläre ich euch mal schnell. Wir haben einmal die MGs, die kommen vorne raus. Vorne aus dem Motorraum, aus dem Motorblock. Und dann haben wir noch die Main Gun. Die kommt aus den Flügeln, aus den Tragflächen. Die Main Gun, das hatte ich ja schon vorhin erklärt, die kann man natürlich wechseln von der Munition. Man kann einmal die Hochexplosive, man kann die Panzerbrechende und man kann die Panzerknackende mit so ein bisschen, wie hieß sie denn? Panzerknackpatrone. Halt diese drei Geschosse. Die kann man halt auswählen und hier reinfügen. Ich hatte ja diese Panzerbrechenden, die diesen kleinen Sprengsatz vorne drin haben, mit dem man halt durch eine leichte Panzerung durchkommt, aber auch noch Schaden macht. Die habe ich hier geladen und das gucken wir uns jetzt mal an, wie man die richtig benutzt. Erstmal brauchen wir natürlich ein Ziel. Wenn das hier gleich auftaucht, können wir dann trainieren. Tja, umgucken ist natürlich hier mit der Shift-Taste, das hatte ich ja euch schon erklärt im Video davor. Und das ist recht wichtig, weil wenn man jetzt hier bomben möchte, dann braucht man natürlich erstmal ein Ziel. Und das muss man finden. Am besten findet man das, wenn man sich umguckt. Das machen wir jetzt. Aber da wir kein Ziel finden, fliegen wir weiter. Na gut, dann nehmen wir uns hier mal das Paratrooper-Flugzeug und schießen das mal ab. Bei solchen Entfernungen ist es wichtig, dass man ein bisschen weiter davor schießt. Und dann kommt nämlich unten auch durchschlagende Panzerung. Und oft ist es so, dass diese Paratrooper-Flugzeuge schneller oder ähnlich schnell wie euer Flugzeug sind. Also haltet oft auch Abstand. Ja, nicht reinfliegen. Denn genau, wenn die nämlich abstürzen, dann können die euch mitnehmen. Das ist nicht gut. Und ihr könnt dann immer reagieren auf Paratrooper, also auf Fallschirmspringer, die aus diesem Flugzeug abspringen könnten. Gut, jetzt haben wir unser eigenes Flugzeug, was hier angegriffen wird von einer Lightning. Das muss man natürlich aufpassen, es gibt nämlich diese Selbstmordkerle. Das hat man gerade gesehen, der war so einer von denen, die fliegen dann in einen rein. Wenn ihr so einen habt, immer aufpassen, weil solche Leute können dann doch recht schnell lästig werden, denn so ein Flugzeug wird teuer auf Dauer. Am besten ist, ihr verschwendet nicht so oft Flugzeuge, weil eine Reparatur kostet, glaube ich, so um die 1000 Credits in-game. Und das kann man sich natürlich sparen, also würde ich euch auch gerne ersparen. Wichtig ist bei solchen MGs, beim MG-Gebrauch, das MG an sich habt ihr unglaublich viel. 2000 Schuss, da könnt ihr rauswärmen, wie ihr wollt, es geht kaum leer. Ne? Die Main Gun allerdings, die kann euch teuer zu stehen kommen und die haben wir nur 120 Schuss von. Also wenn ihr wirklich irgendwas abschießen wollt, dann guckt euch um. Wählt das Ziel weise, in dem Fall ein Flugzeug zum Beispiel. Hier haben wir leider gerade gar keins. Und dann nur, wenn ihr wirklich sicher seid, dass ihr es trefft, dann verwendet auch die Main Gun, weil die braucht dann auch wieder Zeit zum Nachladen. Oft ist es auch sinnvoll, mit der Main Gun und den Bomben ein bisschen synchron zu arbeiten. Also sprich, vielleicht die Bomben abzuwerfen und dann, wenn die Nachladekapazität von bei 90% oder 80% ist, dass sie dann schön die Main Gun noch rausschlettert, dass sie dann gleich mit nachgeladen wird. Das ist recht praktisch. Gut, wollen wir mal gucken, ob hier Feinde aufgetaucht sind? Nein. Na, wo sind die denn? Bei D4 sind sie auch nicht. Dann gucken wir mal da hinten. Tja, wichtig beim Bomben ist, ihr müsst euch ein Ziel nehmen und das dann anvisieren. Und ihr dürft nicht zu niedrig fliegen. Nämlich sonst passiert das hier, was gerade passiert ist. Ihr macht euch euer eigenes Flugzeug kaputt. Deswegen wäre es sinnvoller, aus großer Distanz zu bomben. Gehen wir jetzt mal einmal auf die MGs. Ihr müsst am besten, wie ich das in der Steuerung schon erklärt hatte, auch die Pfeiltasten, also die D- und A-Taste benutzen. Nicht nur die Maus, das wäre zu wenig. Beim Zielen verwendet am besten die Pfeiltasten zum Feindestieren. Dann müsst ihr auch immer am besten schön auf das Cockpit zielen, weil oft kann es auch sein, dass ihr dann natürlich den Piloten auch noch rausschleddert. Die springen nämlich auch oft ab. Und manchmal kann man auch machen, also wenn man den richtigen Winkel hat,
dann kann man noch eine Bombe hinterher schicken. Also wenn ihr ein Flugzeug abgeschossen habt und ihr die Möglichkeit erachtet, noch drauf zu sammeln, dann schießt ruhig eine Bombe drauf, dann könntet ihr den Piloten noch treffen. Gibt natürlich gut Punkte. Und da unten schießt nämlich jemand, jetzt können wir mal gucken, ob wir da eine Bombe reinsammeln. Bombenwerfen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sucht sich den normalen, ja, so einen, sag ich mal, normalen Winkel aus. Na, hoffe ich, kommt, ist da einer? Ja, da war einer. Entweder man sucht sich halt diesen normalen Winkel aus, diesen kleinen, zack, ja, wie soll ich sagen, so einen kleinen, recht flachen Winkel. Recht kleinen Winkel, also von, wenn ich vom Boden aus gehe. Oder man macht das wie ich jetzt gerade. Man fliegt hoch und macht Stuka-Taktik. Und dann macht man den Motor aus. Und macht einen Sturzflug. Dann müsst ihr natürlich aber schon Ziel wissen. Könnt ihr nämlich die Bombe vorher abschmeißen. Die trifft dann genau ihr Ziel, aber leider kann es auch passieren, dass dann natürlich derjenige weggeht. Also ihr könnt dann nicht nachjustieren, das ist der große Nachteil. Gut. So viel zur Stuka-Taktik. Die ist eigentlich recht effektiv, wenn ihr einen Panzer oder so kriegen wollt. Oder hier einen Flak, wo ihr noch sehr lange oben bleiben müsst. Aber ihr könnt auch natürlich im Sturzflug gehen und dann mit einem drauf pfeffern, was ihr habt und dann... Oh! Das war unklug. Halt alles drauf pfeffern, was ihr habt. Ihr müsst aufpassen bei den amerikanischen Flaks. Die sind sehr, sehr geschlossen. Die kann man nur sehr schwer treffen, die Leute da drin. Die deutschen Flaks hingegen, die sind offen. Die sind an den Seiten und vorne offen. Na, mehr oder weniger. Bedeutet, man kann die dann recht leicht rausschießen. Also wenn ihr einen Amerikaner oder so, der sich in einem deutschen Flak verbarrikadiert hat, abschießen wollt, dann sollte das kein Problem sein. Ihr müsst halt dann nur treffen. Und wichtig ist, hochzuziehen vorher. Ja, es fällt mir oft schwer, ich mache oft diesen Fehler, aber man kann dann doch recht gut was machen. Zur Perspektive, ich würde in dieser Perspektive bomben, weil ihr dann ungefähr ein Gefühl dafür habt. Und ich würde es so machen, dass ihr genau dann die Bombe fallen lasst, wenn ihr das Ziel gerade unter eurem Motor nicht mehr seht. Also das Ziel muss quasi, ja, ich kann jetzt nicht mit der Maus zeigen, das Ziel muss gerade bei dem Gelben verschwunden sein und dann könnt ihr die Bombe abwerfen. Aber prinzipiell kann man nur eins sagen, Übung, Übung, Übung. Weil so lässt sich am meisten Bomben rausholen, also Bombenkapazität rausholen. Abzeichen kriegt er natürlich auch durch das Bomben, gerade wenn ihr hier unterschiedliche Höhen bombt. Eine größere Höhe gibt mehr Erfahrung. Man hat es hier gesehen, 3 war es, hier 14 EP für Bombeneinsatz. Für gewöhnlich bekommt man nur so 7 oder ja, weniger. Das ist immer recht höhenunterschiedlich, aber probiert einfach mal und wie gesagt, Übung macht den Meister. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr das Video geschaut habt und bleibt dran. Bombt einfach. Keine Scheu davor, keine Scheu. Ihr müsst einfach ein bisschen Bomben lernen. Einfach üben. Auch wenn mal was daneben geht, auch wenn man ein Flugzeug kaputt macht oder auch wenn man die Steuerung nicht richtig hinhaut. Einfach dranbleiben. Übung macht den Meister. War bei mir wirklich genauso. Ich konnte am Anfang auch kaum fliegen, geschweige denn irgendwelche Bomben werfen. Doch nach einer gewissen Routine, nach einer gewissen Übung stellt sich dann eine Routine ein. So. Und dann möchte ich euch noch schnell eine Kleinigkeit zeigen, bevor ich hier das Video beende. Waffen nachladen. Richtig. Wenn ihr die letzte Bombe weggeschmissen habt, dann kommt unten, was man sieht, Waffen nachladen. Das zählt dann natürlich hoch von 0% bis 100%. Und wenn ihr das dann vervollständigt habt, dann wird alles nachgeladen. Komplett. Also wenn ihr jetzt auch die Main Gun verballert, oder hat mich einer gemeldet, so, hier die Main Gun verballert, und dann keine Main Gun mehr habt, ist ja natürlich klar, wenn man die verballert. Jetzt müssen wir hochziehen, man hat es gesehen. Dann wird die mit aufgeladen. Also ihr braucht da nicht nochmal extra nachladen und es wird nicht auf 0 resettet. Es wird direkt mit aufgeladen. Das ist recht praktisch. Das will ich euch nochmal zeigen. Ah, da ist eine Lightning. Da können wir doch unsere Main Gun verballern. Jetzt wollte ich das Video eigentlich schon beenden, aber naja, wir machen nochmal ein kleines Tutorial weiter. Und immer davor zielen, das ist recht wichtig. Denn auch auf die Reichweite kommt es an. Klar, auf einer gewissen Reichweite macht dann das MG auch gar keinen Schaden mehr, aber man muss halt üben. Piloten immer ein bisschen weiter runter, aber der ist zu tief, da kann ich nicht mehr retten, der ist schon im Wasser. Warten wir noch die 100% ab und dann beenden wir das Video.
Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir einen Kommentar. Was wollt ihr als nächstes sehen? Ich mache auf jeden Fall noch ein paar Tutorials, ein paar Guides zu Waffen und zu Fahrzeugen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da und so weiter. Oh, jetzt haben wir die Main Gun gar nicht leer gemacht. Scheiße. Naja. Man sieht, Bomben nachgeladen. Ihr könnt unendlich bomben. Und das ist auch wichtig. Behaltet euer Flugzeug in der Luft. Lasst es nicht abschießen, weil das wäre nicht gut. Ein abgeschossenes Flugzeug kostet nur Geld. Und in dem Sinne, macht's gut. Habt noch einen schönen Tag und schreibt es in die Kommentare. Bye, euer Cobra.